Willkommen zurück zu Programmieren 2. Nachdem wir uns im letzten Video ausgiebig mit dem Dependency Inversion Principle beschäftigt haben, kommen wir jetzt zum nächsten Solid-Prinzip. Das steht eben fürs S und heißt Single Responsibility Principle. Und dieses Prinzip sagt eben aus, jedes Objekt sollte genau eine eindeutige Aufgabe haben und diese Aufgabe sollte von der entsprechenden Klasse komplett gekapselt sein. Und es sollte niemals mehr als einen Grund geben, wegen dem sich die Implementierung einer Klasse ändern kann. Wir werden in diesem Video noch kein Codebeispiel für dieses Prinzip sehen, aber im nächsten Video, wenn wir auch das nächste Prinzip besprechen. Aber prinzipiell ist eben dieses Prinzip sehr einfach zu verstehen, meines Erachtens, denn es sorgt dafür, dass unsere Klassen klein bleiben und dass wir eher dazu tendieren, mehrere Klassen zu erstellen, auf denen wir eben verschiedene Teilprobleme aufteilen und nicht eben eine Klasse haben, die mehrere Probleme löst. Und ich kann ja einfach mal ein Beispiel geben, was man sich ganz einfach vorstellen kann. Es gibt ja, wenn wir uns das anschauen, die Möglichkeit, dass wir in C-Sharp eine WPF-Applikation machen. Und was wir da gesehen haben, war ja, dass wir eben die mainWindow.xaml haben. Und dazu gibt es eben eine entsprechende Code-Datei. Die mache ich jetzt auch mal wirklich sehr groß. Das war eben die mainWindow.xaml.cs. Der Punkt ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich hier eben das SRP nicht befolge, ist, ich möchte irgendwie eine grafische Applikation aufbauen und dann habe ich halt hier irgendwie so ein Grid und was weiß ich, hier so eine ähnliche Master Detail View. Und hier zeige ich dann meine Details an und hier unten habe ich noch ein paar Buttons jeweils. Nur mal so anskizziert. Und der Punkt ist eben, sämtliche Logik, die ausgeführt wird, wenn wir diesen Button drücken, die befindet sich eben letztendlich hier dann komplett in dieser Code-Behind-Datei. Also da werden neue Objekte erstellt, da werden Dialoge ausgeführt, da steht direkt drin, wie Sachen in die Datenbank gespeichert werden oder wie da werden File-Handles direkt in dieser Code-Behind-Datei geöffnet. Also letztendlich ist hier quasi bloß jeweils ein Händler registriert an diese verschiedenen Buttons und in diesem Händler wird dann eben in relativ großen Funktionen jeweils die eigentliche Funktionalität ausgeführt, die wir hier sehen. Und hier haben wir vielleicht noch ein paar Helper-Methods, die eben an verschiedenen Stellen hier wiederverwendet werden. Also. Und genau das widerspricht eben dem SRP. Diese Code-Behind-Datei, diese Main-Window-Klasse, ist jetzt für mehrere Sachen zuständig. Und der Punkt ist eben hier, also einerseits weiß eben das Main-Window, wie soll denn das User-Interface überhaupt aussehen. Das machen wir in der XAML-Datei, das sehen wir hier. Und hier haben wir dann eben verschiedene Business-Logik-Sachen. Oder wir haben hier Persistenz irgendwo drin, dass wir irgendwas speichern wollen und wir machen halt hier direkt beispielsweise irgendwie einen Streamwriter auf und persistieren dann unsere Informationen in einen Dateistrom und so weiter. Und der Punkt ist einfach, diese Applikation, die nennt man spaßeshalber auch noch Smart Views im Fachbegriff, obwohl das mit Smart meines Erachtens überhaupt nichts zu tun hat. Was man eben eigentlich machen sollte, ist, wir machen eine neue Klasse und ziehen diese Funktionalität hier rein. Dann haben wir für die Persistence eine eigene Klasse. Wenn wir statische Hilfsmethoden haben, in Klassen, das ist für mich auch ein eindeutiges Anzeichen. Daraus könnten wir eigentlich wiederum eigene Klassen machen und so weiter. Und wenn wir das SRP eben so betrachten, dann kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, die Klassen, die wir letztendlich rausbekommen, wenn wir das SRP befolgen, sind klein.
dafür bekommen wir einfach mehr Klassen. Also bloß weil wir das SRP befolgen, wird ja nicht unser Code weniger. Aber wir haben letztendlich mehr kleine Klassen, die auf bestimmte Teilprobleme zugeschnitten sind. Und durch diese feine Granularität können wir eben eine Klasse wahrscheinlich häufiger wiederverwenden. Wenn wir uns gerade nochmal an dieses riesige Code-Behind-Klassenkonstrukt, was ich gerade angedeutet habe, eben Gedanken machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Klasse genauso wie sie ist wiederverwenden können, sehr, 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 sehr niedrig. Wenn ich aber eben kleine Klassen habe, die jeweils ein Teilproblem lösen, dann habe ich durchaus eine Chance, dass ich diese auch in einem anderen Kontext mal wiederverwenden kann. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo man während der Entwicklung einer Applikation entscheiden kann, okay, diese Klasse, die hier dieses Teilproblem löst, das kann ich mir vorstellen, das brauche ich auch in anderen Klassen. Deswegen nehme ich diese Klasse aus meinem Projekt, meinem Applikationsprojekt raus und schiebe es in ein Bibliotheks- oder Framework-Projekt, wo ich dann eben Klassen drin habe, die ich in mehreren Projekten wiederverwenden kann. Und das ist eben ein ganz wichtiger Schritt meines Erachtens für den das Single Responsibility Principle fördert. Und als letztes möchte ich noch eben auf diesen Begriff Kohäsion eingehen. Ja, was sagt Kohäsion aus? Ich werde nochmal kurz hier jetzt eine Andeutung machen. Nehmen wir mal an, wir haben wiederum eine sehr große Klasse, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr als ein Ding erfüllt, mehr als ein Problem. Nehmen wir mal an, ich habe hier tatsächlich irgendwie ein Feld. Und dann habe ich noch ein anderes Feld. So, und was der Begriff Kohäsion jetzt meint, ist, ich habe in meiner Klasse dann wahrscheinlich sehr viele Funktionen, die ich jetzt hier mal so andeute, und dann haben wir gleich noch eine. Wir sprechen von niedriger Kohäsion, wenn wir jetzt dieses Feld hier bloß beispielsweise in dieser Funktion brauchen und das hier mal hier unten. Und das war's dann schon. Das heißt, wir haben irgendwie Status in unserem Objekt hier festgehalten, aber diesen Status brauche ich für die Funktionalität dieses Objekts eigentlich bloß an zwei von, in diesem Fall, fünf Stellen. Das ist eine niedrige Kohäsion. Wo wir mit dem SRP aber eigentlich hinwollen, ist, dass wir eine relativ gut geschnittene Klasse haben, die genau ein Teilproblem löst. Und diese Klasse braucht meinetwegen bloß irgendwie, ich nenne das jetzt hier mal Typ, bloß tatsächlich ein Feld. Und wir haben hier aber eigentlich auch wirklich bloß eine Methode dann auf dieser Klasse drauf. Und diese Methode greift eben auf dieses Feld zu. Haben wir beispielsweise beim Copy-Process gesehen, da haben wir den Konstruktor gehabt und eben eine andere Methode. Und in dieser anderen Methode, wo eben die Copy-Methode war, da haben wir dann eben auf den iReader und iWriter zugegriffen. Und das waren jeweils Felder. In diesem Fall, wenn eben ein Feld in vielen Methoden wiederverwendet wird oder tatsächlich angesprochen wird, dann spricht man eben von hoher Kohäsion. Ich kann hier leider keine Umlaute machen. Also man denkt sich hier ein bitte. Und ich habe sogar noch falsch geschrieben. Also auf ein neues, hohe Kohäsion. Oder eben der englische Wert ist High Cohesion, da macht es wieder mehr Spaß, das zu schreiben. Und das sagt letztendlich aus, wie hoch ist denn die Rate von einem Feld, wie oft wird es in meinen Funktionen eigentlich wiederverwendet. Das ist eben mit dem Begriff Kohäsion gemeint, wenn wir uns eine Klasse anschauen. Und wir sehen hier eben auf der linken Seite, diese Klasse hat eine wesentlich höhere Kohäsion, weil sie letztendlich bloß eine Methode hat, die eben angesprochen wird und in der eben dieses Feld tatsächlich verwendet wird. Diese Klasse rechts, diese hypothetische, hat eben fünf Funktionen und verwendet die Felder dazu eigentlich nur in zwei. Und deswegen ist die Kohäsion hier auf der rechten Seite niedriger als
hier auf der linken Seite. Und das Ziel, wo wir hinwollen, ist hohe Kohäsion. Dann ist das ein Indiz für uns, dass unsere Klasse gut geschnitten ist und bloß eine, möglichst genau eine Änderung macht. Oder ein Teilproblem löst, um genau zu sein. Wichtig ist, wenn man die Kohäsion betrachtet, sollte man den Konstruktor rauslassen. Es zählen wirklich bloß Methoden, die tatsächlich irgendwelche Logik im weitesten Sinne ausführen. Zur Kohäsionsbetrachtung zieht man den Konstruktor normalerweise nicht dazu. Wenn man aber nach dem Dependency Inversion Principle vorgeht und Constructor Injection nutzt, könnte man ihn sogar dazu nehmen, weil im Konstruktor werden ja die einzelnen Felder, die eben Referenzen zu den Objekten oder zu Werten, die man für den eigentlichen Funktionsgebrauch eben einsetzt, wie wir eben hier beim Copy Process das gesehen haben. Auch hier könnte man eigentlich jetzt den Konstruktor, meine ich, mit hinzunehmen zur Betrachtung der Kohäsion. Wir sehen hier eben, wir haben diese Felder hier und diese Felder werden hier tatsächlich jeweils in der Methode eingesetzt und angesprochen. Okay, damit bin ich am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, im nächsten Video zum Open-Close Principle, was wir uns schon hier unten leicht zu Gesicht bekommen, werden wir auch ein Beispiel sehen für Code, der tatsächlich überhaupt nichts mit SRP zu tun hat und auch nicht mit dem Open-Close Principle. Bis dahin, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.